An der Frankfurter Börse schaut man heute auf die Tankstellen, Melanie Böft, zum ersten Mal. Seit Februar ist dort Diesel teurer als der Kraftstoff Super E10, obwohl Diesel ja niedriger besteuert wird. Warum denn dann dieser hohe Preis? Einerseits ist der Ölpreis gestiegen zwischenzeitlich und ganz schön stark. Zudem exportiert Russland offenbar weniger fertigen Diesel in die Welt, so erklärt es der ADAC. Und diese Lage an den Weltmärkten, die spiegelt sich dann natürlich an den Dieselimportpreisen auch hierzulande wieder. Dazu kommt ein weiterer Punkt. Es ist Herbst, das heißt, viele Haushalte füllen ihre Tanks für die Heizsaison. Und Heizöl und Diesel sind tatsächlich sehr ähnliche Produkte. Das heißt, die Nachfrage steigt und damit auch der Preis. Der ADAC empfiehlt, eher abends zu tanken. Da könne man dann am Ende doch etwas sparen. Und wenn wir auf den DAX schauen, dann zeigt sich auch hier ein schwieriges Fahrwasser. Im Moment leicht im Minus bei 15.068 Punkten. Das heißt, die psychologisch wichtigste Marke von 15.000, die ist zwar knapp erreicht, der Start in den Oktober, der ist aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dankeschön, Melanie Böff.